Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Dein Basketball-Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg, denn wir sind heute Abend gemeinsam beim Spiel Hamburg gegen Alba Berlin. Wir werfen mal gleich einen Blick auf die Tabelle und sehen, dass die Berliner auf Platz 3 sind. Hamburg ist aktuell auf Platz 10. Da wird es heute richtig spannend. Für die Hamburger geht es um wichtige Plätze fürs Play-In. Und die Berliner wollen natürlich auch nicht weiter runterrutschen. Deswegen wird es heute ein richtig geiles Game. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg und dann sehen wir uns später. Peace. So Leute, wir sind jetzt hier am Inselpark. Da hinten ist die Halle. Ich bin jetzt schon direkt zur Halle gefahren. Ich werde euch jetzt auch gleich rumführen und euch alles ganz entspannt zeigen. Es sind noch 3 Stunden bis zum Tip-Off. Ich werde euch ganz entspannt die Halle zeigen. Wir holen jetzt gleich mal die Akkreditierung ab und dann sehen wir uns gleich drin, Leute. Generell hier rundherum sieht es mega fresh aus. Hier das Haus sieht mega clean aus. Dann hier das Haus auch mit so einer Holzoptik. Kommt richtig geil. Und hier, wenn ihr rüber schaut, ist auch am Haupteingang so eine richtig schöne Fassade. Und auch hier die Häuser mit so einem kleinen Park. Richtig modern, wirklich sehr, sehr schön hier, muss man sagen. Ich bin jetzt noch ein bisschen mit euch unterwegs hier vor der Halle. Ihr seht, es ist ein bisschen bewölkt, aber die Sonne kitzelt ein wenig raus. Auf den ersten Blick wirkt es gar nicht wie eine Halle. Ist ja auch wie in vielen deutschen Hallen eine Multifunktionshalle. Jetzt heute sind hier die Hamburg Towers drin. Und ich war jetzt schon kurz drin. Akkreditierung ist auch schon abgeholt. Und ich nehme mich auch gleich wieder mit rein. Aber vorher müssen wir noch ein paar Dinge besprechen. Bevor wir zu den Fakten kommen, Leute, gönnt euch mal, wie clean das hier aussieht. Stellt euch vor, ihr wohnt hier unten und ihr habt einfach hier dieses Wasser. Stellt euch vor, hier ist euer Garten oder euer Balkon und ihr habt hier einfach so einen kleinen Teich. Das ist wie so ein kleiner Fluss. Wie geil ist es bitte? Das Wasser ist zwar nicht das allersauberste, servus, aber es hat auf jeden Fall einen kranken Vibe, direkt am Wasser zu wohnen. Wie auch gegen Würzburg gibt es für das heutige Spiel natürlich auch einen Tabellenrechner. Den schlechtesten Platz, den die Albatrosse aus Berlin erreichen könnten, wäre Platz 9. Damit sind sie immer noch auf einem Play-in-Platz. Bei den Hamburgern ist der schlechteste Platz Platz 15. Damit ist der Klassenerhalt zwar getan, aber der Anspruch der Hamburger ist natürlich in die Play-ins, vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen. Also wird es heute für die Hamburger ein wichtiges Spiel. Deswegen denke ich auch, dass die Motivation heute auch auf jeden Fall am Start sein wird. Unser Duell im Fokus ist heute Vincent King. Er legt im Schnitt 13,6 Punkte, 3,7 Rebounds und 1,2 Assists auf bei 57,5% aus dem Zweierbereich, 42,1% vom Dreier gegen den Berliner Sterling Brown. 14,1 Punkte, 3,7 Rebounds, 2,2 Assists bei 70% aus dem Zweierbereich und 35% von der Dreierlinie. Die beiden US-amerikanischen Wingplayer nehmen sich da beide nicht viel von den Punkten. Deswegen können wir uns heute auf jeden Fall auf ein richtig geiles Duell freuen. Außerdem bin ich richtig gespannt auf Durham. Der gute Mann, wenn ihr euch erinnert, war richtig am Start, als die Münchner zu Gast waren. In der Barclays Arena. Durham liegt im Schnitt 15 Punkte, 3,7 Rebounds und 4,3 Assists bei 57,8% aus dem Zweierbereich und 40,7% von der Dreierlinie. Und auf wen ich mich auch ganz besonders freue, der auch ultra krass performt hat, in der Barclays Arena ist Christmas. Er legt im Schnitt 12 Punkte, 4,2 Rebounds und 2,6 Assists auf, mit genau gleichen Prozentzahlen vom Zweierbereich wie Durham, 57,8% und vom Dreier 31,1%. Was sehr schade ist, ist, dass die Berliner eine riesen Verletztenliste haben. Ich ziehe es euch mal ganz kurz auf. Thiemann ist verletzt, Procida ist verletzt, Bonolo ist verletzt, Kumaji ist verletzt, Jani Wetzel ist verletzt. Also ihr seht, die Berliner sind heute ordentlich geschwächt. Deswegen denke ich auch, dass die Hamburger heute eine riesengroße Chance haben, hier die Berliner zu schlagen. Ich gehe jetzt noch mit euch in die Halle. Ich war, wie gesagt, schon drin. Es ist richtig nice dort. Seht ihr aber gleich. Let's go. So, ich führe euch jetzt mal ein bisschen rum. Hier ist dann der Haupteingang. Da kommt ihr rein. Hier direkt neben dem Eingang geht es dann nach oben. Hier kann man dann Fotos machen, denke ich. Und hier geht es dann in die Halle. Ich zeige euch jetzt auch gleich mal, wie dann der Blick ist, wenn man hier oben reinkommt. Leute, ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Diese schwarz-weiße Optik mit dem beigen Court. Finde ich wirklich 10 von 10, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da unten ist dann nachher mein Platz, da hängt auch schon meine Jacke. Vielleicht wird nachher auch der ein oder andere Platz frei sein, wo ich mich dann ein bisschen zentraler positionieren kann. Aber da unten sind wir auf jeden Fall auch gut bedient. Hier ist dann der Merch-Shop. Hier könnt ihr dann Trikots kaufen, für groß und für klein. T-Shirts, alles, was das Fanherz begehrt. Und ansonsten ist es hier ähnlich aufgebaut wie ein Fechter. In den Ecken sind die ganzen Stores. Aber ich muss schon ehrlich sagen, Leute, es ist sehr, sehr geil hier. Boah, was gebe ich der Halle? Schon auf jeden Fall so eine 9 von 10. Sie ist ein bisschen klein, deswegen nur eine 9 von 10. Aber ansonsten ist es hier 10 von 10. Ich gehe jetzt auch mal gemeinsam mit euch an meinen Platz. Dann seht ihr auch, wo ich genau hocke. Hier wird dann nachher mein Platz sein. Wie gesagt, nachher, falls irgendwo was frei ist, werde ich mich umsetzen. Aber hier ist auf jeden Fall mein Platz. Und es sieht schon sehr, sehr geil aus. Auch von hier, Leute, die Optik. Wirklich sehr, sehr geil. Die ein oder anderen Berliner und die Hamburger machen sich auch schon warm. Ich zeige euch auch jetzt mal die Perspektive, wie es für mich aussieht, wenn ich hier mit meinem Presseausweis in die Halle komme. Da drüben komme ich rein und dann gehe ich hier auf den Court. Ich muss echt sagen, es ist sehr, sehr cool. Ich finde die Halle auch wirklich sehr schön, obwohl sie sehr klein ist.
Macht richtig Bock hier, glaube ich. So Leute, mittlerweile ist die Halle jetzt eröffnet. In ungefähr 60 Minuten ist Tip-Off. Die ersten Zuschauer sind jetzt schon in der Halle. Machen Sie es gemütlich. Die Gesamtbilanz der beiden Teams ist übrigens 9:2 für die Berliner. Insgesamt haben sich die beiden Teams 11 Mal getroffen. 9 Mal haben die Berliner gewonnen und 2 Mal die Hamburger. Vor gut 2 Wochen war auch das Hinspiel in Berlin. Das ging deutlich mit 85:65 an die Berliner. Deswegen bin ich heute sehr gespannt, wie das heute wird. Wir fragen jetzt auch nochmal den ein oder anderen Zuschauer, was er denkt, wie das Game heute ausgeht. So, hier haben wir einmal 2 Fans. Was sagt ihr beiden, wie geht das Game aus? Eindeutig, wobei ein bisschen verletzt, ne? Aber. Okay. Berlin sagst du, und was sagst du? Oh, ich würde sagen, das wird ein knappes auf jeden Fall. Einmal würdest du machen am Ende, aber ich denke so vielleicht 5 Punkte Unterschied oder so. So, hier haben wir den nächsten Fan. Was sagst du, wie geht das Game aus heute? Hamburg gewinnt heute 80:72. 80:72, alles klar, danke dir. Und der gute Mann hier hat gegen die Münchner den Wurf zur Overtime reingemacht. Der Bucket war wirklich komplett krass. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann checkt es auf jeden Fall aus, ist hier oben verlinkt. Da drüben sind noch einige Courtside-Plätze frei. Ich werde mich auf jeden Fall dorthin setzen und halt schauen, ob ich weggeschickt werde oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Place to be. So Leute, da werden die Berliner reingebeten. Jetzt geht's gleich los. Jetzt gehen die Lichter aus. Die Fans sollen ihre Taschenlampen anmachen. Let's go, Christmas! So Leute, Tip-Off! Let's go! Hamburg gegen Alba Berlin. Ball bei Hamburg. Hernansson, was macht er? Geht in die Zone. Oh mein Gott! Digga! Noah hat ihn so krass gedroppt. Boah. Christmas, pass raus zu Durant in der Ecke. Bang, bang! Leute, ich sehe, dass da drüben Plätze frei sind. Ich glaube, ich hocke mich gleich da drüben hin. So Leute, wir sind jetzt hier drüben. Dann sehen wir auch besser den Score. Hernansson, Snowder, nicht drin, kurz. Holt ihn sich wieder. Pass zu Komaji. 9:5. Gegen D'Lo und der nächste Dreier. Nicht drin. Bisher die Dreierquote bei den Towers gar nicht gut. Kein schönes erstes Viertel. 11:5 ist der Score. Beide Teams tun sich schwer. Und der Turnover, jetzt stoppt ihn rein, Bean. Und ey! Mal eine Ansage jetzt wieder. 13:5, letzte Minute im ersten Viertel läuft. Bean für 3. Und der fällt. Shooter's Touch. 5:16, Ende des ersten Viertels. Leute, das erste Viertel war wirklich schlecht von Hamburg. 5 Punkte lediglich. Die müssen auf jeden Fall besser werden. Matisek für 3, wow, und der sitzt. Timeout für Hamburg. Leute, das sieht gar nicht gut aus für die Hamburger. 19:5. Rebound bei Ivy. Ivy pusht ihn vor, Pass raus. Gut. Dilo an der Baseline, was macht er? Kämpft sich durch. Guter Backe. Macht Durham, geht in die Zone. Foul. 2 Freiwürfe. Leute, ich bin echt gespannt, in der Halbzeit die Quoten zu sehen. Weil die Quoten von Hamburg sind leider unterirdisch. Ich weiß nicht, wie viele Dreier gefallen sind, aber deutlich zu wenige auf jeden Fall. 20:37, 17 Punkte Führung, letzte Minute läuft. Durham gegen Matisek, Pass raus in die Corner, Schneider für 3. Und der sitzt. Hernansson. Boah. 22:40, Ende der ersten Halbzeit. So Leute, die erste Halbzeit ist rum. Boah, ich muss ehrlich sagen, bisher wirklich kein schönes Spiel der Hamburger. Wir schauen uns gleich gemeinsam die Quoten an. Aber das, was Hamburg bisher abliefert, ist wirklich gar nicht gut. Im ersten Viertel nur 5 Punkte. Da muss auf jeden Fall mehr kommen von den Hamburgern. Und von Alba Berlin eigentlich ein ganz gutes Game. Ihr habt den Halbzeitstand gesehen. 22:40, 18 Punkte Führung für die Albatrosse. Wir schauen uns auch mal hier die Quoten an. Hier, wie gesagt, der Score 22:40 zur Halbzeit. Und wir sehen hier, Leute, 6% Dreierquote von den Towers. 1:17. Was ist denn bitte da los? Also das ist ja wirklich komplett unterirdisch. 54% von der Dreierlinie bei den Albatrossen ist in Ordnung. Bei den Zweiern sieht es leider bei beiden Teams auch nicht so gut aus. 6:20 und 6:18 aus dem Feld. Da muss eigentlich auch von beiden Teams noch ein bisschen mehr kommen. Topscorer bei Alba Berlin ist im Moment Schneider mit 16 Punkten.
4 von 4 von der Dreierlinie und 4 von 4 Freiwürfen. Gutes Spiel von ihm bisher. Und Topscorer bei den Hamburgern ist Alexander Ziva mit 10 Punkten, 4 von 6 aus dem Feld, 2 von 2 Freiwürfen, kann man nicht meckern. Aber wenn die Hamburger da was reißen wollen, dann muss da auf jeden Fall mehr kommen. Wir können jetzt nicht das ganze Spiel so weiterspielen. 1 von 17 von der Dreierlinie ist wirklich unterirdisch. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Pass raus zu Ivy, der muss sitzen. Nee, Leute, der Dreier von den Hamburgern ist verhext heute, ich sag's euch. Brown hat den Ball gegen Hodges, das macht er, geht in die Zone. Und der Block von Christmas. Let's go, gute Defense. Raus, Christmas, extra Pass, and one. Count it! And one! Richtig. Wow, Ivy wird hart gecrossed. Guter Pass, and one. Wow, tough. Ivy gegen Dilo, gibt den Ball ab, Pumpfake und der Block, oh. Gut von Christmas. Matisek für 3, oh nee, oh doch, der fällt rein, Shooter's Touch, die Quoten sind nicht gut und der nächste, endlich mal ein Dreier, Hodges für 3, Berlin. Die Hamburger kommen ein bisschen besser ran. Komadi, Matisek, Vera Dreier und der sitzt. So, Hodges zu Bobo. Oh, und der Block von Komadi. Aber der Ball bleibt bei den Hamburgern. Komadi ist echt aufgrund seiner Größe so ein Biest in der Zone. Ivy hat den Ball. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ende des dritten Viertels, 14 Punkte Führung für Alba Berlin. Viertes Viertel läuft, Leute, jetzt zählt 14 Punkte. Hodges für 3 und der zählt! Durant mit dem nächsten Freiwurf, muss er machen. Für den einstelligen Rückstand. Macht er! Ganz, ganz stark! Siva, was macht er? Geht in die Zone, Spin-Move. Tafale! Ganz, ganz stark! Oh. Was jetzt schon wieder? Technisches Foul! Da ist sehr viel Frust dabei. Hamburger mit einem Spieler weniger. Hernansson, was macht er? Alter Ref jetzt, sag mal! Die Schiedsrichterinnen schmeißen hier mit technischen Fouls um sich. Wir kommen gar nicht richtig mit warum. 7 Punkte Rückstand nur noch. Alles ist drin, Leute. Sterling Brown ist ausgefault. Damit ist er draußen. Ganz, ganz bitter für die Berliner. Und da gibt's auch Stress mit Hodges. Rebound. Und Hodges für 3. Ja, Junge! Bang, bang, bang! Let's go! 2-Point Game! Mein Kopf drückt! Crazy! Matisek für 3, der wäre wichtig. Unsportliches Foul gegen Komadi. Zur Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass dieses Spiel nochmal so geil wird. Richtig intensives Game, richtig geil. Ah nee, Komadi wird sogar ejected. Krass. Muss die Halle verlassen. Ivy gegen Matisek. Verdribbelt sich. Und der Turnover. Und der Easy Dunk für Schneider. Timeout für Hamburg. Das wird bitter. 7 Punkte Führung für Berlin. Sondern noch 2,5 Minuten. 5-Point Game. Hernansson stoppt ab. Fadeaway. Der ist tough. Timeout für Hamburg. 7 Punkte wieder. Leute, das wird eng. Die letzten 40 Sekunden. Wir brauchen den schnellen Dreier. Freiwürfe nochmal. Und der geht nicht rein. Ja, Leute, das war's, glaube ich. Da wird nochmal gefoult, aber das Ding ist durch, Leute. Ja, das war's, Leute. 4 Sekunden. Das war's. 76-84. Ende der Partie. So, Leute, hier seht ihr nochmal den Endstand der Partie. 76-84. Topscorer der Partie ist Ziva mit 22 Punkten bei Hamburg. Und bei Alba Berlin ist Schneider mit 20 Punkten Topscorer. Wer hätte gedacht, dass dieses Spiel nochmal so spannend wird?
zur Halbzeit mit 20 Punkten zurückgelegen. Die Hamburger haben sich wirklich super zurückgekämpft. Es war eine sehr hitzige Partie. Komaji wurde ejected. Es war sehr, sehr spannend. Es war sehr, sehr hitzig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss wirklich sagen, Hamburg kriegt auf jeden Fall einen Check von mir. Die Stimmung hier drin war auch recht ordentlich. Servus Leute, ich bin gerade im Schnitt und habe gerade gesehen, dass beim Outro nicht mehr alles mitgefilmt hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da. Schreibt gerne einen Kommentar. Wir sehen uns das nächste Mal in Ulm am 1.5. Ulm gegen FC Bayern München. Auch ein richtig geiles Topspiel. Darauf freue ich mich schon mega. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis zum nächsten Mal. Peace.